Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen, und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt, und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Liebe Schwestern und Brüder, eine Beziehung muss man pflegen. Eine Liebe muss man pflegen. Das gilt für Paare, das gilt in der Ehe, das gilt in der Familie. Eine Beziehung, die nicht gepflegt wird, zerbricht. Eine Liebe, die nicht gepflegt wird, hat es schwer. Wer nur hin und wieder liebt und sonst nur nimmt oder in Ruhe gelassen werden will, wer Angst davor hat, Liebe anzunehmen und auch schenken zu müssen, der ist in Gefahr, seine Liebe und die des anderen oder der anderen zu ihm zu verlieren. Das hat vor ein paar Tagen jemand zu mir gesagt. Und ich denke, jede und jeder von uns kann diese Worte bestätigen. Und wenn wir jetzt an das Gleichnis denken, das wir gerade gehört haben, dann wird uns klar, dass es da genau um diesen Satz geht. Eine Liebe muss man pflegen. Die Liebe, die uns mit Jesus verbindet, müssen wir pflegen. Denn wer wirklich Jünger Jesus sein will, damals zu zweiten der Jünger und auch heute, wer wirklich Christ sein will, der braucht die feste Verbindung mit ihm. Der muss in ihm bleiben. Der muss wie eine Rebe mit dem Rebstock mit Christus fest verwachsen und verbunden sein. Denn nur so kann er sich von ihm beschenken lassen. Nur so kann er Lebenskraft von ihm empfangen. Nur so kann er wachsen und Frucht bringen. Um ein Jünger Jesus zu sein, genügt es nicht, nur rein äußerlich durch Tradition oder Gewohnheit mit ihm verbunden zu sein. Wer nur mit der Gemeinde Kontakt hat, weil man dort andere Menschen trifft, ist auch noch kein Jünger Jesu. Und wer sich nach der Taufe, der Erstkommunion und der Firmung ganz auf der Kirche zurückzieht, der pflegt
die Liebe nicht. Auch wenn er, wie wir glauben, immer neu auf die Liebe des barmherzigen Gottes vertrauen darf, fehlt ihm vieles im Leben, weil ihm seine Liebe zu Gott fehlt, weil er sein Leben nicht aus dieser Liebe heraus gestalten kann. Liebe Schwestern und Brüder, das ist die Frage, die sich uns heute stellt. Wollen wir Liebende und von Gott Geliebte sein? Wollen wir unser Leben aus dieser Liebe herausgestalten? Wollen wir, wie Jesus es im Evangelium sagt, in ihm bleiben? Wollen wir, dass er in uns bleibt? Oder ist es eine Liebe auf Abstand bequemer? Und was bedeutet es für unseren Alltag, wenn wir aus Christus leben wollen? Die Antwort finden wir in den Predigten Jesu. Wenn wir sein Wort hören und unser Leben danach ausrichten, wenn wir uns Zeit nehmen, mit Gott zu sprechen, wenn wir uns zur Feier des Glaubens zusammenfinden mit allen, die Gott suchen, wenn wir in unseren Mitmenschen unseren Nächsten sehen und helfen, wo Hilfe nötig ist, wenn wir uns für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen, wenn wir bereit sind, die Hand zur Versöhnung zu reichen, weil wir in Christus mit Gott versöhnt wurden, dann pflegen wir die Liebe, die uns mit Jesus verbindet. Dann bleiben wir in ihm, dann bleibt er in uns. Amen.